Der Mann, der jetzt auf die Bühne kommt, ist ein Papst, ein Jongleur, mehrfacher Millionär und nennt sich selbst hochinfektiöser Gesundheitserreger und Menschenfischer. Bitte begrüßen Sie mit mir herzlich Professor Dr. Jörg Spitz. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Ankündigung. Bevor ich mit meinem Vortrag anfange, möchte ich mich noch ganz herzlich bei der Firma Biogena bedanken. Ich bin jetzt das dritte Mal, glaube ich, dabei oder das vierte Mal schon. Aber die Male vorher bin ich immer nur bei der Podiumsdiskussion gewesen. Diesmal stehe ich selber in der Bütt, wie man im Rheinland sagt. Und das ist nochmal eine besondere Ehre. Also vielen Dank dafür. Dann kommt noch gleich ein ganz großes Aber. Als ich nämlich dann anfing und das war der Infektionserreger, das ist der Menschenfischer. Als ich anfing, mich vorzubereiten auf diesen Vortrag, dann schaue ich immer in die Datenbanken. Und das habe ich auch jetzt getan. Und dann ist mir etwas schwummrig geworden. Da waren 1,2 Millionen Einträge. Nur übers Immunsystem. Das ist übrigens nicht der Grund, warum Jeanette gesagt hat, dass ich Millionär bin, sondern es bezieht sich auf andere Millionen, die Gott sei Dank keine Euros sind, sondern ich bin zum einen Millionär in Klicks bei YouTube. Da steht nämlich unter anderem der Film vom letzten Jahr. Der ist über 1 Million Mal angeschaut worden, über Vitamin D, halben Hope. Und dann bin ich zusätzlich noch Datenmillionär. Ich bin im Besitz von 1 Million Vitamin D-Daten, die nicht ich produziert habe, sondern die man mir überlassen hat. Denn wir haben ja bei mir in der Akademie den Grundsatz, Wissen und Liebe vermehren sich, wenn man sie teilt. Und auf diese Weise hat mir jemand dann sein Wissen, seine Daten weitergegeben und wir werden noch weiter sammeln. Und ich denke, das wird viele, viele Erkenntnisse geben, weil wir dann über die Zeit vergleichen können, was sich in Deutschland oder in Österreich getan hat. Also 1,2 Millionen Einträge, das ist schon eine Menge Holz. Was macht man damit, wenn man kurzfristig dazu dann etwas sagen will? Und da fiel mir zunächst nur eins ein. Der alte Sokrates hat schon gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und so war es dann auch. Und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, ist mir dann klar geworden, unser Immunsystem ist weder Freund noch Feind. Es ist etwas ganz ganz anderes. Es ist das kleinste und derzeit bekannte Teil der Kommunikation biologischer Systeme. Hier geht es also nicht gegen jemanden, sondern hier wird miteinander geredet. Und zwar intensiv miteinander geredet. Und das möchte ich Ihnen rüberbringen. Das ist also sozusagen der Knigge der Symbiose der Evolution. Das ist mir klar geworden, als es vor 10 Jahren losging mit dem Mikrobiom. Ausgerechnet diese miesen kleinen Viecher, die wir ja alle umbringen wollten, mit Antibiotika und Sterilen und so, ausgerechnet mit denen haben wir eine Lebensgemeinschaft, dass wir ohne die nicht leben können. Und das geht nur, wenn man miteinander redet, wie in einer Ehe. Ja, man muss miteinander reden, um die Dinge richtig hinzubekommen. Und dieser Crosstalk, diese Rede und Gegenrede, das ist ein Teil, haben wir davon gesehen, als unser Immunsystem. Aber es ist viel, viel mehr und davon will ich Ihnen jetzt ein bisschen was zeigen. Ja. Forschungsfakt der letzten beiden Jahrzehnte, die dazu geführt haben, das ist einmal die Genetik und die Epigenetik. Ich klopfe das jetzt alles nur runter, ohne im Detail darauf einzugehen. Dann wissen wir, dass die Mitochondrien, die Energiekraftwerke in den Zellen sind. Ohne Energie, ja, wenn Ihre Autobatterie alle ist, können Sie die ganze Karre stehen lassen, tut es auch nichts mehr. Ne? Dann wissen wir vom Mikrobiom, Vitamin D als Hormon, kein Vitamin, sondern Hormon, ganz entscheidend. Dann haben wir die Muskulatur als ein endokrines Organ. Ja? Ist nicht nur dazu da, dass die Knochen beim Gehen am Klappern gehindert werden, sondern sie hat ganz wichtige Aufgaben, will ich zeigen. Dann haben wir die Bedeutung von Nahrungsfetten. Die werden nicht alle verdaut, sondern werden teilweise endokrin, Omega-6, Omega-3 und so weiter und so fort. Krebs und Demenz als Stoffwechselerkrankungen, ganz andere Geschichten, als wir es gehört haben. Kein Schicksal, Stoffwechselerkrankungen, da kann man dann drehen. Da gibt es Schrauben, wo man es tun kann. Und ich bin also in die Luft gesprungen. Vor 3 oder 4 Tagen kam ein Bericht von der WHO, die haben gesagt, man kann der Demenz vorbeugen. Die war bisher ein Schicksal. Nein, man kann ihr vorbeugen. Womit? Ein bisschen sporteln, ein bisschen gesund essen. Also die gängigen Sachen auch gegen die Depression. Und so ist es eben auch beim Krebs. Dann haben wir das Ganze, nennen wir als nicht kommunizierende Datenbanken, als Naturdefizit-Effekt, der das Ganze bewirkt. Schauen wir uns mal die Konsequenzen an. Der Mensch ist kein Einzelwesen, sondern ein Teil seiner Umwelt.
Ja. Wenn man das zusammenfasst oder jetzt anschaut, ich habe Ihnen da so ein paar Zellen mitgebracht, das sind aus der Darmschleimhaut und das sind 50 Milliarden Zellen. 50 Milliarden. Nur Körperzellen. Damit aber nicht genug. Wir haben eine Größenordnung mehr, diese hässlichen Tierchen. Ja? Mikrobiom, Bakterien, noch eine Nummer größer, Viren, noch mehr davon da. Und das alles sitzt in uns, auf uns und jubelt und trubelt darum. Wir merken da nichts davon, weil die so unendlich klein sind. Aber wären die nicht da, wären wir auch nicht da. Wir würden nicht funktionieren. Ja? Und dann haben wir auch noch die Pilze. Da wissen wir zurzeit gar nicht, wo die überall stecken. Ja, ich habe Ihnen ein paar Fußpilze mitgebracht, da kann man sehen, wo es drum geht. So, alles das macht den Menschen aus. Alles das sind wir. Und wenn Teile davon fehlen, funktioniert die ganze Karre nicht mehr. Das heißt also, eine enorme Datenfülle, die wir dort haben und mit der wir ganz anders umgehen müssen, aber aus der ganz anderen Konsequenzen kommen, nämlich ein neues Bild des Menschen. Und wie sieht dieses Menschenbild aus? Der Mensch ist kein Einzelwesen, sondern ein System. Eine temporäre Ansammlung von Biomasse der Erde mit dem Ziel, die Evolution fortzuführen. Das Erste haben wir vergessen, das Zweite haben wir nicht kapiert. Das heißt also, was wir derzeit mit unserem Leben machen, hat mit dem, was wir von der Evolution her aufgetragen bekommen haben, nichts zu tun. Zudem sind wir gerade dabei, diesen Ast, auf dem wir sitzen, abzusägen. Ja, und zwar sehr intensiv, dadurch, dass wir die technische Parallelwelt geschaltet haben, von der wir annehmen, dass sie so sehr viel besser ist als das, was wir jetzt können. Ja. Es handelt sich dabei um ein nicht-lineares, selbststeuerndes, selbstregenerierendes und ab und zu auch selbstreproduzierendes System, das in konstanten Austausch, nämlich Kommunikation, mit all seinen Teilen und der Umwelt steht. Und das Ganze ist über Milliarden von Jahren perfektioniert worden. Und wir haben es geschafft, das in den letzten Jahrzehnten zu sabotieren. So perfekt das gewesen ist, wir haben es sabotiert. Und aus diesem Zusammenhang ergibt sich nicht nur ein völlig neues Bild des Menschen, sondern auch natürlich seines Immunsystems. Das können wir nochmal haben. Ja. Da ist Kommunikation drin. Das ist genau das, wo es darum geht. Die Kommunikation, von der das Immunsystem ein Teil ist. Ja. Okay. Das Ganze ist nicht neu. Es hat einen französischen Biologen gegeben, Claude Bernard, der hat vor mehr als 100 Jahren schon gesagt, als erster, dass der Mensch, ebenso wie die Tiere, zwei Umgebungen hat. Eine äußere und eine innere, das äußere Milieu, das, was wir jetzt als Umwelt bezeichnen. Und er hat damals den Ausdruck geprägt, der Keim ist nichts, das Milieu ist alles. Und er hat recht damit gehabt. Er ist zwar vom Pasteur untergebuttert worden, der mit seiner Theorie sich durchgesetzt hat, dass man alles kaputt machen muss, aber er hat gesagt, wenn die Umwelt nicht entsprechend ist, kann der Keim gar nicht wachsen. Das heißt also, je nachdem, was für eine Umwelt, was für ein Milieu wir haben, ist der Keim da oder ist nicht da. Das heißt, es kommt nicht auf den Keim an, sondern es kommt das Milieu an. Das Milieu sind wir, ist unser Körper. Das Ganze kann man noch einmal darstellen unter den neuesten Aspekten, nämlich unter dem Aspekt der Epigenetik. Sie sehen, dass hier alles aufgetragen ist, von der Ernährung über Rauchen bis hin zum Fußballspielen etc. Der Mikrobiom ist da drin, soziale Interaktion. Alles das wirkt epigenetisch von außen auf unsere Gene und steuert die Gene. Nicht die Gene steuern uns, sondern diese Faktoren steuern uns. Und diese Faktoren können wir beeinflussen. Und wir haben sie massiv beeinflusst. Hier oben typischerweise, der kommt später nochmal wieder. Wenn man sich das dann anschaut, als historischen Überblick, dann ist das vor 300, 400 Jahren losgegangen, was man die roten Blutkörperchen entdeckt hat, dann hat man eine weiße Blutkörperchen entdeckt, dann hat man die differenziert in einzelne Untergruppen, noch weitere Untergruppen, hat dann gesehen, dass da bestimmte Zytokine gemacht wurden und derzeit ist man also dabei und differenziert diese einzelnen Zellen noch einmal in Untergruppen, weil man das Innenleben dieser Zellen bestimmen kann. Das heißt also, es wird immer komplexer und immer komplexer und immer komplexer. Innerhalb dessen, was wir jetzt als Immunsystem bezeichnen. Aber es kommt ja noch viel, viel mehr dazu. Das Erste, was dazu kam, war die Muskulatur. Die Muskulatur ist eine Drüse. Sie ist, wie gesagt, nicht nur dazu da, um die Knochen am Klappern zu hindern, sondern wenn man denn noch Muskulatur hat oder sie bewegt, sie nutzt, dann macht diese Muskulatur Myokine. Das sind Botenstoffe. Und diese Botenstoffe mischen im gesamten Körper mit, egal ob Leber, ob Fettgewebe oder. Ja. Und das geht auch hier weiter. Ja. Da sieht man noch einmal,
Sportinduziert Irisin, das ist das letzte Myokin, was man aufgetrieben hat, vor ein paar Jahren erst ganz neu gekommen von Myokin. Und das geht dann in die Karzinomgenese ein, das geht ins vierte Gewebe ein. So. Das heißt, sie haben ja wieder einen Faktor, der auf dieses komplexe Geschehen entsprechend eingeht. Weiter geht es, wenn man jetzt die modernen Sequenzierungsmöglichkeiten nimmt und anschaut, was denn da alles an Proteinen produziert wird. Das ist das Proteom. Und dann sehen Sie hier die ganz unterschiedlichsten Dinge. Hier sind wieder Immunkomplexe mit dabei. Das heißt also, auch hier wird es immer komplizierter, immer komplizierter, immer komplizierter. Steigt man dann in einzelne Organe ein, dann haben wir das Darmsystem, was ganz intensiv mit dem Mikrobiom, aber eben auch mit dem Immunsystem. Weil die meisten Darmbereiche haben entsprechend die Immunzellen dahinter. Warum? Das ist Außenwelt. Ja, da muss der Körper, das ist zwar initialisierte Außenwelt, aber da muss der Körper entsprechend fit sein und dort sich austauschen, damit er weiß, was passiert. Der nächste Schritt, der kam, war, dass klar wurde, das bleibt nicht hier unten, sondern es geht nach oben in die Birne. Ja, alles, was hier unten passiert, teilweise über den Vagusnerv runter, aber teilweise von unten nach oben. Das heißt also, wir haben eine intensive Achse vom Mikrobiom, vom Darm in das Gehirn. Und umgekehrt, mache ich da oben Stress, zerschieße ich mir mein Immunsystem da unten. Auch hier ein direkter Zusammenhang und multiple Faktoren, die dort entsprechend eingehen. Dann, was am meisten bekannt ist, die Immunmodulation durch die Mikrobiota, diese T-Zellen, von denen heute wir schon noch mehr hören werden in den Vorträgen. Weiter geht es mit Immunantworten von Fettleberzellen. Eine ganz andere Dimension. Plötzlich ist im Stoffwechsel, ist Immunaspekte sind da drin. Und noch eine Etage weiter sieht dann so aus, werde ich im Einzelnen nicht darauf eingehen. Hier sehen Sie wieder die Immunzellen. Was Sie daneben stehen haben, sind Einflussfaktoren, die in der Nahrung sind. Das heißt also, je nachdem, was Sie da reinschieben, ja, schrauben Sie an Ihrem Immunsystem rum. Und dann wundert es nicht, wenn Sie laufend die Sachen vom Big Mac reinschieben, dass dann Ihr Immunsystem in einem anderen Zustand ist, als wenn Sie dort andere Dinge reintun. Also ganz komplexe Geschichte, die wir aber inzwischen ausdrösen können. Weiter geht's mit den bösen Fetten. 50 Jahre lang sind wir belogen, betrogen worden. Fett ist schlecht, Fett ist schlecht. Ja. War ein lieber Kollege, der das in die Welt gesetzt hatte, hat viel Geld dafür bekommen. Inzwischen wissen wir aber, dass die Fette nicht nur nicht schlecht sind, sondern dass sie Fette brauchen. Und nicht nur als Kalorienspender, sondern wir brauchen sie auch zur Steuerung unseres inneren Systems. Unter anderem diese hier, Omega-3. Ja. Nämlich die Omega-3-Faktoren werden weiterverarbeitet zu diesen Stoffen, Botenstoffen, und die hemmen die Entzündung. Die Gegenspieler sind die Omega-6, die auch in Hyaluronsäure, die nicht schlecht ist, die wir brauchen, zum Beispiel um eine Wunde zu heilen. Aber wenn hier von zu viel da ist und davon zu wenig, dann hängt das ganze System. Und dann werden wir krank. Und wir werden krank, weil hier nämlich die Industrie wieder dahinter steckt. Omega-6-Öle sind sehr billig herzustellen, sind die guten Pflanzenöle, Sonnenblumenöl. Ich kriege heute noch einen roten Kopf, wenn ich daran denke, dass ich vor 30 Jahren in dieses Horn auch gestoßen habe. Ja? Nehmen Sie bitte keine Butter, die ist nicht gut, die ist nicht gesund, gesättigtes Fett. Nehmen Sie Sonnenblumenöl, das ist ganz toll. Da haben die Margarine gegessen, sind auch kränker geworden. Warum? Weil Omega-6 da drin war und die Entzündung, die im Körper ohnehin schon war, die noch weiter verstärkt haben. Das heißt also, hier eindeutig Steuerung des Systems durch Nahrungsbestandteile. Haben wir die richtigen Bestandteile? Tut's das System? Haben wir sie nicht? Tut's eben nicht. Etwas neu ist noch Sphingolipide. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da schon mal von gehört hat. Ich habe da auch lange noch nichts von gehört. Auch die steuern hier drin. Da oben sehen Sie übrigens die Quelle für Sphingolipide. Spiegelei. Ja? Da kommen solche Substanzen her. Auch das Cholesterin, das böse Cholesterin, ist genauso ein Stoff, den wir brauchen. Also auch hier Einflussnahme auf die unterschiedlichsten Dinge. Und weiter geht's. Vitamine. Sind gesund, klar, aber Vitamine beeinflussen das Immunsystem auf inflammatorische Erkrankungen. Hier oben haben wir Vitamin A. Dann geht es weiter in der Reihe, haben wir Vitamin C, Immunfunktion, schon lange bekannt, wird immer wieder drunter gedoppelt, wirkt alles nicht, wirkt sehr wohl. Wir wissen exakt, wie das hier funktioniert, warum wir Vitamin D in diesen Immunzellen brauchen, damit wir entsprechend gesund bleiben. Haben Sie Vitamin C? Ist die Sache okay. Haben Sie zu wenig? Funktioniert es nicht. Kommen wir zum nächsten Vitamin, was kein Vitamin D ist, sondern was Vitamin D ist, heißt aber eben Hormon ist. Und Sie sehen hier die ganze Latte von den Immunzellen wieder. Und dann sehen Sie am Ende hier oben Vitamin D aufgetragen. Und dann sehen Sie dort diese Pfeile, die hin runter und rauf und rauf und runter. Es wird immer behauptet, Vitamin D supprimiert das Immunsystem.
Das stimmt nicht. Es gibt bestimmte Zellanteile im Immunsystem, die werden von Vitamin D stimuliert. Das heißt, Vitamin D tunt das Immunsystem. Vitamin D weiß genau, an welcher Schraube gedreht werden muss, damit das Immunsystem richtig reagiert. Ist das verdreht, und zwar im Mutterleib schon, dann bekommen diese Kinder Autoimmunerkrankungen im späteren Leben. Egal ob Heuschnupfen oder irgendetwas anderes. Weiter geht es mit Vitamin D. Regulation des Stoffwechsels, da finden Sie praktisch alles wieder, von der Epigenetik angefangen, Immunmodulation, Proliferation, überall mischt Vitamin D mit, steuert also an den entsprechenden Stellen. Noch einen Schritt weiter, es ist nicht nur Vitamin D, sondern wir wissen ja, dass Vitamin D in der Haut aus Strahlung gemacht wird, aus UVB-Strahlung. Und jetzt sehen wir, dass diese UVB-Strahlung nicht nur Vitamin D produziert, sondern auch noch direkte immunologische Wirkungen in der Haut hat. Das heißt also, gehen Sie nicht in die Sonne, fehlt Ihnen ein Teil Ihrer Steuerungsfähigkeit. Weiter geht es in dem schönen Chor, Phagozytose bei Reparatur Myokardgewebe. Das heißt also, auch die Reparaturprozesse, die wir haben im Körper, werden über dieses Immunsystem gesteuert. Ist das Immunsystem in Ordnung, kann ich nicht anständig reparieren und werde entsprechend krank. Das nächste Thema ist Geschlechter. Wir haben uns lange gewundert, warum es Geschlechterunterschiede zwischen den Krankheiten gibt. Inzwischen ist klar, auch die weiblichen und männlichen Hormone, Sexualhormone, mischen in diesem Immunsystem mit. Ich gehe jetzt auf die Einzelheiten nicht drauf ein, aber einmal Mann, einmal Frau, da kommt zum Schluss was ganz anderes im Immunsystem raus. Warum? Weil die Sexualhormone unterschiedliche Funktionen auf die entsprechenden Immunorgane haben. Dann, ich weiß nicht, ob Sie mal haben, Leptin mal gehört haben, ist relativ bekannt geworden in der letzten Zeit als Stoffwechselorgan für Übergewicht und so weiter und so fort. Was macht Leptin? Es ist in der Autoimmunität vertreten. Und Sie sehen hier die einzelnen Immunzellen wieder und Sie sehen mal Pfeil nach oben, mal Pfeil nach unten. Das heißt, dieser Stoffwechselfaktor mischt bei uns im Immunsystem mit. Ganz komplizierte Angelegenheit. Und weiter geht's. Es gibt inzwischen sogenannte, oder man hat inzwischen nachgewiesen, gegeben hat sie schon lange, sogenannte extrazelluläre Vesikel, Exosome nennt man die. Das heißt, das sind kleine Postpakete, die die Zelle schnüren kann und da steckt die Zelle irgendwas rein. Kann ein bisschen Protein sein, kann auch ein bisschen Erbsubstanz sein und dann macht die Zelle blub und dann kommt das raus und dann wird es irgendwo im Körper weitervertragen. Geht über das Blut weiter und landet dann in irgendeiner anderen Zelle. Das heißt, diese Exosome sind offensichtlich eine weitere Möglichkeit, wie Zellen miteinander kommunizieren können. Und natürlich auch bei Immunerkrankungen. Ja, ist also kein Fake, sondern da sind 16.000 Publikationen inzwischen von da. Das heißt, es wird intensiv darüber gearbeitet. Dann, nächste Frage, kennen Sie TET2? Ich habe es auch nicht gekannt. Müssen Sie also nichts draus machen. TET2 sind 10-11 Translocation Enzymes. Kann man nichts mit anfangen. Sind aber Enzyme, die bestimmte Aktionen bewirken im Körper. Unter anderem nämlich die Methylierung der DNA. Das ist das, was die Epigenetik ausmacht. Habe ich jetzt dieses Enzym funktionierenderweise, kann ich meine DNA richtig methylieren und richtig steuern? Habe ich die nicht, habe ich wieder einen Teil der Kommunikation, was weg ist. Wenn man das Ganze ein bisschen zusammenfasst, dann kommt das raus, was ich Ihnen schon gesagt habe. Und das, was wir als Immunsystem bezeichnen, ist die kleine Spitze vom Eisberg, ja, von dem gesamten Kommunikationssystem, was wir über Millionen von Jahren im Körper entwickelt haben. Ja. Also, das, was alles kommt, Beteiligung an fundamentalen physiologischen Prozessen aller Lebewesen, individuelle Entwicklung, Reproduktion und Wundheilung, ja, Voraussetzung für die Entwicklung der höheren Lebensstufen in der Evolution. Und welche Steuerfaktoren haben wir eben gesehen? Nahrung, physikalische Kräfte, Schwerkraft, Licht, Strahlung, das soziale Umfeld mischt damit, Mikrobiom und so weiter und so fort. Alle diese Dinge sind mit involviert. Und das ganze Orchester funktioniert hervorragend. Noch einmal, solange wie wir es nicht entsprechend torpedieren. Also die Konsequenz ist, die Medizin ist immer noch reduktionistisch aufgestellt. Wir versuchen immer noch weiter zu finden. Die Physik hat längst aufgehört. Ja, Teilchenphysik ist nicht mehr. Also man braucht ein großes, gesamtes, wie man die Dinge überlegen kann. Und die Big Data werden uns nicht weiterhelfen. Ja, warum nicht? Wenn wir es geschafft haben, das Mikrobiom sequenziert zu haben, dann haben wir das Mikrobiom vor uns. Das ist kein Druckfehler, sondern ist
Die sind die Pilze, von denen wir noch nichts wissen. Da werden wir dann anfangen. Wenn wir die Pilze alle drauf haben, dann werden wir die Vesikel untersuchen oder. Das heißt also, wir kommen auf diesem Weg mit Sicherheit nicht weiter. Was können wir tun? Wir benötigen einen holistischen Ansatz. Und den kriegen wir, wenn wir uns selber betrachten, wo wir hergekommen sind und wie das funktioniert hat. Das war unsere natürliche Umwelt. Und diese Umwelt hat uns gemacht. Wir sind Teil dieser natürlichen Umwelt, die uns alles geboten hat. Dann haben wir aber angefangen, eine neue Umwelt zu machen. Unsere technische Umwelt, die ja viel, viel besser ist. Haben aber nicht bedacht, dass wir die dabei verlassen bzw. auch noch verschmutzen. Sondern hier fehlt von dem sehr vieles und wir brauchen das. Und was wir auch noch geändert haben, ist die soziale Umwelt. Wir haben eine ganz andere Sozialstruktur gehabt vor 40.000 Jahren als heute. Wir hatten das Matriarchat, heute haben wir das Patriarchat. Die Männer können offensichtlich mit der Macht nicht umgehen. Wir wissen das von den indigenen Völkern. Da war zwar der Häuptling der große Zampano, aber oberhalb des Häuptlings gab es den Rat der alten Frauen. Und wenn der Häuptling Mist gebaut hat, dann haben der Rat der alten Frauen ihm die Nüsse abgetan. Das hat exzellent funktioniert, weil das sauber austariert war. Die modernen Regierungen konnten sich nicht vorstellen, einen Rat der alten Frauen zu haben. Deswegen hat man den weggelassen und deswegen funktioniert das heute alles nicht. Also, was dahinter steckt, ist nämlich das Prinzip der Epigenetik. Umweltfaktoren, die wir ganz dringend brauchen, egal ob Nahrung oder Bewegung, wirken auf uns ein. Haben wir das, funktioniert die Sache, haben wir es nicht, haben wir ein großes Problem. Das heißt also, unsere Umwelt hat einen riesen Einfluss. Und ich zeige Ihnen nur eine einzige Studie noch aus Deutschland, die mit 20.000 Deutschen gemacht worden sind. Die waren 50 Jahre alt, hatten keine chronischen Erkrankungen, 8 Jahre lang nachuntersucht worden. Dann hat man ein paar Sachen geguckt, BMI, das muss kleiner 30 sein, körperliche Aktivität, 3,5 Stunden, nicht rauchen, mediterrane Ernährung. Also das sind doch Dinge, wo jeder sagen könnte, kann man zu nicken, ne? Kein Besonderes. Das Erste, was rauskam bei dieser repräsentativen Bevölkerungsuntersuchung, nur 9%. Nur 9% der Bevölkerung haben das geschafft. Und da habe ich gesagt, kann doch nie wahr sein. Sind die Menschen alle so blöd? Alle so dumm? Ich meine, ich bin Professor, ich bin besonders schlau. Aber alle anderen so dumm, dass sie sich falsch verhalten, kann nicht sein. Und dann ist mir klar geworden, nicht der Einzelne entscheidet sich falsch, sondern die Gesellschaft ist abgedriftet. Keiner, der heute auf die Welt kommt, sagt, hallo, ich möchte einen sitzenden Arbeitsplatz, aber jeder kriegt einen. Oder hallo, ich möchte die Wohnung über Fastfoodladen haben. Kriegt aber, um jede Ecke rum ist Fastfood. Das heißt, dass wir leben in einer ungesunden Umwelt, unabhängig von Dieselpartikeln und solchen Dingen. Also, nur 10% hatten das. Aber die, die diese Umwelt, diese gesunde Umwelt hatten, die haben deutlich weniger Erkrankungsrate gehabt als Ergebnis. Jetzt können wir natürlich sagen, Mann, Jottes, 20.000 für das Ergebnis, das ist ein bisschen viel, hätte man noch denken können. Ne? Ja, aber wenn man 20.000 Menschen untersucht, dann sind selbst die knickrigen Statistiker bereit, Prozentrechnung zu machen. Jetzt gucken Sie mal die Prozente an. Minus 90% Diabetes, minus 80% Herzinfarkt, minus 80% alle chronischen Krankheiten. Das heißt, die gesamte Käse, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes könnten wir uns schenken, wenn wir nur diese paar Parameter wieder alle hätten. Futsch. Aber das wäre Prävention pur, aber wir haben nur 9%. Ja. Das ist das Problem. Und da ist die Frage, wie kommen wir dahin? Wie können wir das irgendwie auf die Reihe bringen, dass wir den Menschen das wieder geben, was sie brauchen? Und das ist für mich die einzige Möglichkeit, eine neue Gesundheitskultur als Ausgleich zur Unkultur der Zivilisation. Das wird nicht einfach sein, das wird mühsam sein, aber wir können es tun, denn wir sind ja eigentlich der Souverän in diesem Land. Ja, da oben, was da passiert, da können wir nichts dran drehen, aber unten bei uns können wir was tun. Und das Erste ist, dass wir aus der grottenschlechten Gesundheitskultur rauskommen, die bisher da ist, aus der grottenschlechten Gesundheitsinformation, die wir haben. Weil das, was aus dem Fernsehsender rauskommt, das ist ja keine Information für Sie, für die Gesundheit, auch wenn da Gesundheit draufsteht, sondern geht es ja darum, dass Sie nur mehr kaufen, irgendein Zeug kaufen, was derjenige bestimmt, der dem Sender das meiste Geld bietet. Das ist ein Riesenproblem, dass die Medien uns in die falsche Richtung führen. Also das Erste ist Vermittlung von Gesundheitswissen. Wir haben dazu einen Fragebogen entwickelt, den können Sie bei uns auf dem Internet einsehen, auch ausfüllen und dann gibt es einen Gesamtscore. Aber interessanter ist dieser Schutzschirm, der hier ausgebreitet wird, da sind die Fragen alle drauf. Hat man gute Antworten, dann ist da außen alles ausgefüllt. Hat man schlechte Antworten, liegen die Punkte hier innen und Sie sehen, dann ist das ganz schön zerflattert. Wenn das da anfängt zu regnen, dann wird der nass.
Ja, nicht gut für die Gesundheit. Und wir geben dann einzelne Informationen, da kann man dann durchklicken, zum Beispiel hier bei den Mikronährstoffen, da war er ganz gut versorgt. Dann haben wir hier unten die körperliche Aktivität, da hat er grottenschlecht. Dann haben wir hier noch nach den Sozialfaktoren, da ist er ganz gut aufgestellt. Und dann Vitamin D ist im Keller. Das heißt also, hier kann man dann wirklich individuell sehen, was der einzelne Probleme hat. Und er kann dann daraufhin anfangen, sagen, okay, ich fange damit an oder ich mache das oder mache jenes. Und dann kann er nach einem Jahr nachgucken, was daraus geworden ist. Aber man muss ihm dabei helfen. Man kann ihn nicht alleine lassen. Und das geht dadurch, dass man Ersatzmaßnahmen bringt. Für körperliche Aktivität zum Beispiel haben wir hier in unserem Netzwerk haben wir jemanden, der dieses neue Gerät geschaffen hat. Damit kann man die körperlichen Fähigkeiten testen, die meisten Menschen grottenschlecht sind. Ja, versuchen Sie mal auf einem Bein zu stehen. Schaffen die meisten schon nicht mehr. Und solche Dinge. Aber man kann damit auch üben. 4 Quadratmeter passt in jede Firma. Also eine tolle Geschichte. Moderne Zivilisation, moderne Technik, aber für den Menschen eingesetzt und nicht dagegen. Ja. Hier nochmal ein anderes Bild. Die Dame ist also im Business-Dress. Das geht also ohne große Probleme. Das Gleiche gilt aber auch für die Ernährung. Da ist ja nichts mehr drin. Das Ding sieht unheimlich lecker aus. Schmeckt ja auch ausgesprochen gut. Aber da ist nichts mehr drin von dem, was wir brauchen. Mikronährstoffe. Das heißt also, wir brauchen auch da Ersatzmaßnahmen mit hochwertigen Mikronährstoffen. Wenn es in dem täglichen Essen, was wir haben, nicht mehr drin ist, und das kann man sehr einfach objektivieren, dann muss ich doch am Abend sagen, Herr, je nochmal, mir fehlt was. Dann muss ich mit Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich dieses Defizit nicht ausgleiche. Was ich kann, werde ich entsprechend Präparate haben. Und das Ganze sollte man kontrollieren. Man sollte messen, therapieren und messen. Weil dann kann man sehen, ob die Maßnahmen, die man ergriffen hat, auch wirklich was gewirkt hat. Auf diese Weise kann man wirklich etwas leisten. So, dann ist natürlich die Frage, Prävention scheint ja zu gehen. Aber kann man damit auch heilen? Und ich behaupte ja. Und zwar zum Beispiel den Diabetes. Ist ja angeblich auch unheilbar. Er ist nicht unheilbar, wie das Beispiel hier zeigt. Ein Kollege von mir hat das lange Jahre gemacht und hat dann irgendwann die DGE-Ernährung abgesetzt. Hat die Kohlenhydrate rausgenommen aus dem Essen und hat Low Carb eingeführt. Dann hatte er ein Haus, wo er Low Carb machte, und zwar keine Kalorienreduktion, sondern die Menschen haben dort All You Can Eat machen können. Die hatten zweimal am Tag Buffet, aber eben keine Kohlenhydrate. Und in der anderen Sache ist dann DGE weitergefüttert worden. Und nach 3 Wochen üblicher Zeit für so eine, könnte man hier sehen, da haben 50% überhaupt keine Medikamente mehr gebraucht und 40% hatten weniger Medikamente. Das heißt, er hat es innerhalb von 3 Wochen geschafft, bei 90% dieser Diabetiker, die angeblich unheilbar waren, solch einen Effekt zu bringen. Es funktioniert. Man muss nur an den richtigen Schrauben drehen. Vor Jahren schon gelaufen, was inzwischen gelaufen ist, ist von Frau Jacka publiziert worden, eine australische Kollegin, die Psychiaterin ist, die hat Menschen mediterran ernährt. Menschen mit Depressionen. Nicht mit Pillen, sondern mit mediterraner Diät. Aber nicht als Therapie, sondern hat nur gesagt, wir wollen noch mal gucken, ob ihr es schafft, 12 Monate lang wirklich am Stück euch anständig zu ernähren. Und nach den 12 Monaten hat man dann geguckt, 90% haben es geschafft von den Frauen, und dann kam raus, 50% weniger Depressionen. Nur mit der Nahrung. Da ist kein Vitamin D dazu gekommen. Die haben den Hintern nicht zusätzlich bewegt. Da ist keine Supplemente reingekommen. Nur die Nahrung als Basis, weil sie gesund ist. Da kann man sehen, welche Potenz da drin steckt. Wenn die jetzt noch zusätzlich, und ich stehe in Kontakt mit ihr, anfängt ein bisschen zu supplementieren, was meinen Sie, wie die nächste Studie aussehen wird? Also, durch eine Gesundheitskultur wird die etablierte Psychosomatik, die wir ja heute akzeptieren, zur Ökopsychosomatik. Wir müssen sehen, dass wir ein gesundes Umfeld bekommen. Und es ist vollkommen egal, ob Ihr Umfeld ungesund ist, weil Sie Dieselpartikel vom Fenster reinbekommen oder weil Sie auf der Sofakante Ihre toxische Schwiegermutter sitzen haben. Wenn Sie in einer ungesunden, toxischen Umgebung leben, haben Sie ein Problem. Ich habe das zusammengefasst in einem Konzentrat. In diesem Kreis hier ist an sich alles enthalten. Wir haben die natürliche Umwelt, die uns alles gegeben hat. Wir haben die technische Umwelt. Und wenn das nicht so richtig zusammengeht, dann haben wir Schwierigkeiten hier innen drin und hier unten die soziale Umwelt. Alles das wirkt auf dieses Dreieck ein, und zwar hier auf die Gene, über die Epigenetik. Damit können wir unsere elementaren und evolutionären Potenziale entfalten. Wir haben das alles mitgekriegt. Wenn einer nicht richtig vorankam, dann hat er das zugeschüttet. Ja, wir haben den inneren Arzt, der heilen kann. Nicht ich, der Herr Professor heilt, sondern der innere Arzt heilt. Das System, was in der Lage ist, was darauf geeicht ist,
alle Schäden, die irgendwo auftreten, innerhalb kürzester Zeit wieder wegzumachen. Das System funktioniert und dann resultiert auch eben eine Spitzengesundheit daraus, wenn das System so funktioniert. Ich möchte Sie einladen und komme jetzt zu dem letzten Punkt, nämlich dem Menschenfischertum. Ich möchte Sie einladen, an diesem Netzwerk teilzunehmen, weil wir haben in diesem Land, nicht nur hier in Österreich, sondern in Deutschland genauso, keine Gesundheitslobby. Es gibt Lobby für Waffen, es gibt Lobby für Alkohol, es gibt Lobby für Tabak oder was, aber es gibt keine Gesundheitslobby. Und deswegen sollten wir, die wir wissen, worum es geht, uns zusammenrotten, ja, und eine Gesundheitslobby aufmachen. Da haben wir alles drin, da haben wir die Therapeuten drin, die Coaches, da haben wir Unternehmen drin, so wie die Biogener mit da drin, da haben wir aber auch dann die Vereine und die Gruppierungen drin. Das heißt, alle die können zusammen in dieser Lobbygruppe mitarbeiten. Und wenn wir zusammenarbeiten, dann bekommen wir auch zusammen die Möglichkeit, uns laut zu äußern. Jeder Einzelne hat ein Fistelstimmchen. Aber wenn wir zusammen laut singen, dann werden wir gehört. Und man kann den Einzelnen auch nicht mehr platt machen. Viele Therapeuten, die angefangen haben, alternativ zu arbeiten, so, das geht nicht mehr, wenn der eingebunden ist in eine solche Gemeinschaft. Deswegen die Einladung, machen Sie mit, Sie können einsteigen, auch bei der Gesundheitslobby, wenn Sie sich bei uns entsprechend in der Akademie anmelden. Das geht, wie gesagt, sowohl für die Therapeuten als auch für diejenigen, die in der letzten Reihe sitzen. So, wenn ich noch ein paar Minuten habe, dann würde ich Ihnen ganz gerne noch ein wenig für zu Hause mitgeben. Das waren ja die großen Zusammenhänge, aber ich habe so ein paar Daten mitgebracht, die ganz gut sind. Und zwar, Sie sollten natürliche Nahrung essen, das sind Lebensmittel und keine fertigen Industrieprodukte. Das ist zum Teil nämlich Industrieabfall. Ja. Dann ist Wasser das Standardgetränk und nicht die Softdrinks. Bei den Softdrinks ist überall Zucker drin und der Körper kann diese Mengen an Zucker nicht ab. Dann sollten Sie probiotische Lebensmittel nehmen und nicht Antibiotika. Sie sollten regelmäßig körperlich aktiv sein und nicht zu Hause nur vom Fernseher sitzen. Sie sollten regelmäßig mäßig in die Sonne gehen und nicht immer nur in Räumen sitzen. Sie sollten fasten. Wer von Ihnen fastet, darf ich mal fragen? Ist doch schon etwas mehr. Fasten ist wie beim Computer der Reset-Knopf. Wenn nichts mehr geht und Sie drücken dann auf den Reset-Knopf, fasten für ein paar Tage, sagt der Körper, klasse, ich habe den Stress des Essens nicht mehr. Ich kann mich um mich selber kümmern und dann entsprechend weitermachen. Also von daher ganz einfache Maßnahme. Dann gute Sozialkontakte. Wir wissen, wer gute Sozialkontakte hat, lebt länger. Warum? Weil im Kopf Botenstoffe entstehen. Sind wir wieder bei der Kommunikation. Habe ich einen Buddy, an den ich mich anlehnen kann, ein gutes Verhältnis, dann entstehen gute Botenstoffe. Habe ich schlechtes Verhältnis, entstehen negative Botenstoffe. Und diese negativen Botenstoffe formieren dann eben auch das Immunsystem falsch und dann sind wir in Autoimmunerkrankungen. Ja. Dann haben wir noch ein Phänomen, Sie sollten bitte mit dem Nachbarn reden, nicht über die Nachbarn. Ja. Sie sollten ausreichend Schlaf haben. Ja. Schlaf ist auch ein Mittel, um gesund zu werden, ja, um gesund zu bleiben. Wir haben früher gedacht, dass der Körper kann da oben überhaupt nichts machen, da gibt es kein Lymphsystem. Doch, nachts schrumpfen die Zellen ganz wenig zusammen, dann gibt es Spalten, wo die Flüssigkeit durchgeführt wird und dann den Müll abgefahren wird. Wenn Sie jetzt nicht richtig schlafen, funktioniert das nicht und dann ist das so wie bei der Toilette. Wenn Sie die Spülung nicht ziehen, sitzen Sie am nächsten Tag in der Kacke vom Vortag. Ja? Also von daher ganz, ganz wichtig, auch der Schlaf ist wichtig. Spiritualität, ja. Wir sind zwar hier auf Erden, in dieser Biomasse drin, aber irgendwo gibt es noch was anderes. Wenn man das schafft, sich da einzuklinken, ist das für die Gesundheit ganz, ganz toll. Ja, und damit bin ich eigentlich jetzt am Ende und sage vielen Dank fürs Zuhören.